zusammen, Nico und Marcel Segert, hier im Spiegelschlüssel, zwei echte Waldhöfer Jungs, so sagt man immer. Ihr habt auch beim Waldhof Fußball gespielt oder spielt noch. Du wieder, du auch wieder, nach zwischenzeitlichem Fremdgehen, ganz kurz. Aber ihr habt beim Waldhof nicht begonnen zu spielen. Was war, Nico, vielleicht mal du, die erste Station von euch? Wir haben angefangen im Sandkasten bei PSV Mannheim. Damit habe ich gar nicht gekickt, sondern nur gespielt. Entschuldigung, PSV Polizeisportverein. Genau, ja? Genau. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Vielleicht, weil unser Papa Polizist ist. Aber das war, glaube ich, nur ein Jahr. Und dann sind wir zu SC Kiefertal. Auch nur ein Jahr. Bambini, glaube ich. Und dann wurden wir auf so einem Turnier auf dem Bolzplatz, haben wir ein bisschen gekickt. Und dann wurden wir entdeckt vom Sohn vom Bernd Buschinski, der hat damals die F-Jugend trainiert. Und dann sind wir direkt zum Waldhof in der F2, glaube ich. Also, was ist das? U8, U7 und sowas. Ja, ja. Also doch recht früh zum SV Waldhof war das zu Zeiten vom PSV und SC Kiefertal bereits so ein heimlicher Wunsch, mal beim großen SV Waldhof in der Jugend zu spielen? Ich glaube, das hat sich dann erst so entwickelt. Also ganz am Anfang war es wirklich nur einfach nur der Spaß und ein bisschen Beschäftigung. Und als wir dann, ja, sage ich mal, gescoutet wurden auf dem SC Kiefertal Platz, dann hat man den Waldhof das allererste Mal so richtig kennengelernt. Und ich glaube dann, wenn man zu den Spielen geht, als kleiner Junge, Balljunge ist und so, dann kommt das eine zum anderen. Also wenn ihr sagt, ihr seid gescoutet, also entdeckt worden, das heißt, da muss schon früh ein gewisses Talent erkennbar gewesen sein, was sich ja dann auch so herausgestellt hat. Ihr habt nicht nur beim SC Kiefertal, beim PSV gespielt, beim Waldhof, sondern auch in der Jugendnationalmannschaft. Wenn ich zumindest richtig informiert bin, gegen wen war das? Das war damals, als wir in der U15 bis U17 waren. Ich war dann in der U16-Nationalmannschaft, durfte ich auf eine Länderspielreise nach Dänemark in Kopenhagen. Da haben wir dann zwei Länderspiele gegen Dänemark bestritten. Und der Marcel war in der U17 gegen Aserbaidschan dabei, ne? Ja. Ganz exotisch, ne? Ja, du bist Abwehrspieler, Marcel, Nico, Mittelfeld, also offensiv. Hat sich das relativ früh herausgestellt, dass ihr so verschiedene Positionen spielt? Oder hat der Trainer irgendwann gesagt, du spielst da und du spielst da, weil du 6 Zentimeter größer bist? Also damals vielleicht noch nicht, aber heute? Wir haben beide als Stürmer beim Waldhof agiert in der F-Jugend. War so ein gewisser Konkurrenzkampf, natürlicher Konkurrenzkampf unter Zwillingen. Ich meine 96 Tore, 100 Tore. Also nicht so eine schlechte Quote. Ja. Aber da hat man ja auch eher so gegen die, sag ich mal, Vorstadtvereine gespielt noch in dem Alter. Und dann hat der Hans Walk, ich glaube, der ist auch dem einen oder anderen Begriff, mich in der E-Jugend dann in die Innenverteidigung gesteckt. Und war, glaube ich, nicht so ein schlechter Schachzug von ihm. Ja, das denke ich doch. Bevor wir weitermachen, eine Frage, die kam aus dem Publikum. Ihr seid Zwillinge, also demnach am gleichen Tag geboren, aber irgendeiner ist ja älter. Wer ist der Ältere von euch? Ich bin 11 Minuten älter. 11 Minuten, okay. Ja. Also 11 Minuten mehr Leben. 11 Minuten mehr Lebenserfahrung. Lässt sich der kleine Bruder manchmal was sagen oder seid ihr absolut gleichberechtigt? Nee, wir sind gleichberechtigt, aber... ich glaube, wir geben uns gegenseitig Tipps und jeder hört auch mal auf den anderen. Gab es zu der Zeit, als ihr so begonnen habt, Fußball zu spielen und es ein bisschen ernster wurde beim Waldhof, gab es da Vorbilder? Hattest du ein Vorbild im Mittelfeld damals? Bei mir war es eigentlich immer so Richtung Zinedine Zidane, Bastian Schweinsteiger. So in die Richtung ging das. Hattest du in der Abwehr jemand, der dir besonders imponiert hat? Also in der Jugendzeit war es John Terry und Maldini. Aha, okay, gut. John Terry ist schon etwas rustikaler, ne? Aus dem Grund Vorbild. Willst du mir irgendwas sagen? Völlig wertfrei, genau. Okay. Also gab es ja weitere Stationen. Wie ging es dann weiter? Also es war ja immer noch Jugend, dann seid nach Hoffenheim. Das war, glaube ich, die nächste Station. Wie kam es dazu? Gut, wir wurden dann frühzeitig, wir waren dann in der badischen Auswahl. Das fängt so ab U14 an. Und da sichten dann halt auch die anderen Vereine, gerade hier im badischen Raum.
Und der Marcel ist dann ein Jahr früher nach Hoffenheim gewechselt, zu U14. Da habe ich dann noch bei der U15 ein Jahr höher beim Steps Groß mitgespielt und bin dann das Jahr später da nach Hoffenheim gewechselt. Und ja, das war einfach, Waldhof hat, glaube ich, nicht in der höchsten Liga gespielt und dann ging es Richtung Nationalmannschaft und da muss man einfach in der höchsten Jugendliga spielen, in der Altersklasse, dass man da zu Lehrgängen eingeladen wird. Und da war jetzt gerade Hoffenheim so im Aufkommen und die Akademie war richtig professionell und dann musste man einfach den Schritt gehen, um sich da am besten weiterentwickeln zu können. Ja, ist verständlich. Dann kam als nächstes Mainz. Der Wechsel von Hoffenheim nach Mainz. Was war da der Grund? Primär die Glaubwürdigkeit in der Durchlässigkeit, weil zu dem Zeitpunkt kam Schürrle und Kirchhoff gerade nach oben. Das war die Zeit, als Tuchel dann gerade Cheftrainer wurde. Und bei Hoffenheim war es ja so, da war ja auch der berühmt-berüchtige 91er-Jahrgang mit Gulde, Terrazzino, Pascal Groß. Ja. Und die mussten alle ihre Umwege gehen, haben es quasi nicht direkt in Hoffenheim ja so geschafft, da sich zu etablieren bzw. da reinzurutschen. Und dann war es einfach so, dass Mainz schon, ich glaube auch vor Hoffenheim, so ab der U12, U13, da ernsthaftes Interesse hatte und immer wieder nachgehorcht hat. Und dann hat sich das so ergeben. So, aber irgendwann ging es dann wieder zurück zum Waldhof. Das hätte mich auch interessiert, wie es dazu wieder gekommen ist. Also erst weg, dann zwei Stationen weiter und dann wieder zurück. Hat man euch da geholt oder war das Heimweh so stark? Nee, das war, wir sind nach Mainz als junger Jahrgang U19, haben für 3 Jahre unterschrieben, das heißt 2 Jahre Jugendbundesliga und ein Jahr U23, auch Regionalliga Südwest damals. Und in dem ersten Regionalliga-Jahr waren dann, wie viele Einsätze hattest du? 8? 8 sowas, ich hatte 10 oder so und dann habe dann Relegation. Wir sind in dem Jahr aufgestiegen in die Drittliga und das war auch ganz kurios. Der Marcel hatte ein Angebot zum Verlängern schon vor der Winterpause, hat sich dann verletzt. Dann haben sie einen Rückzieher gemacht. Nach der Winterpause hieß es dann, die wollen nur mit mir verlängern, weil die denken, wir müssen uns trennen aufgrund von Entwicklungsschritten, dass wir da uns... dass es besser für uns ist. Und dann hat der Marcel aufgrund des Beraters nicht so das Angebot gehabt und ich habe mich jetzt auch nicht so wohl gefühlt. Und dadurch, dass wir mit dem Waldhof eigentlich immer verbunden waren und der Dennis Franzin in dem Winter dann auch zu uns gekommen ist, habe ich mir über den Dennis Franzin die Nummer vom Kenan geholt und habe dann einfach selbst angerufen, ob Bedarf ist. Und dann hat er gesagt, ja, gerne, klingt interessant. Und hat er, glaube ich, ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher gesagt, so, bring aber deinen Bruder auch noch mit. Und, passend, ja. Und dann saßen wir da zu zweit und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also wieder zu Hause dann. Ne? Also das heißt, vom PSV, um das mal alles abzukürzen, bis wieder zurück zum Waldhof, immer gemeinsam. Also ihr habt euch nicht trennen lassen dann in Mainz, aber 2017 war es dann doch so weiter. Gingen die Wege auseinander. Wie war das zum allerersten Mal? Also nicht nur, dass es jetzt, also von dem, dass einer von dem Verein wegging, sondern beide und beide zu anderen Vereinen. Und wie war das zum ersten Mal, ohne den Bruder zu trainieren und zu spielen? Vielleicht beginnt der ältere Mal, wie es für dich war. Es ging sogar, also es klingt jetzt gar nicht so, also es war nicht so dramatisch, wie es vielleicht klingt. Wir haben ein Jahr in der Jugend getrennt gehabt, das ging sogar auch. Ja klar, das ist dann nicht mehr so, man fährt zusammen zum Alsenweg und oder trainiert dann und weiß alles, was im Training passiert ist, sondern der eine kommt nach dem Training, erzählt, ich habe heute so Tore geschossen und dann glaubt man das nicht, sagt so, ja, du erzählst Scheiße. Und man hat sich halt mehr zu erzählen, weil man es nicht weiß, was der andere heute gemacht hat und aber sonst ging das eigentlich. Wir hatten immer Freunde in der Mannschaft, also so unsympathisch sind wir, glaube ich, nicht. Und dann kann man das verschmerzen, wenn der Bruder nicht da ist. Können wir alle bestätigen, dass es so nicht ist. Genau. Wie war es für dich, Marcel, zum ersten Mal ohne den großen Bruder plötzlich auf dem Platz zu stehen? Die schönste Zeit meines Lebens. Ja, ein unangenehmer Offensivspieler weniger. Ne? Also deswegen... Ja, ja. Also ich kann mich an ein Duell beim 1 gegen 1 in Mainz, in der U19 war das, ne? Oder war es U23? Da hat der mich komplett hops genommen, ne?
Also 1 gegen 1, da hat er mich stehen lassen wie eine Null. Ja, aber dafür war ich in der U17 einmal verletzt, 10 Wochen mit Außenbandriss und kam zurück. Und ja, eigentlich war vom Trainer die Ansage, keine Zweikämpfe, weil ich hatte eine Sprunggelenks-Außenbandruptur. Und der Erste, der mich von hinten umgekretscht hat, war der Marcel. Also ja, Ball getroffen, klar, genau. Ja, also unangenehmer Gegenspieler weniger, aber die Zeit, die war ja nicht lang genug, die du genießen konntest. Sandhausen, das war ja deine nächste Station, war ja nicht ganz so erfolgreich. Du warst gleich relativ schnell schwer verletzt. Augenbogenbruch oder wie nennt das sich? Augenhöhlenbruch. Augenhöhlenbruch. Und der Schritt von der Regionalliga in die zweite Liga, wie hast du den empfunden? Hast du das Gefühl gehabt, es wird schwer, ich werde wahrscheinlich ein Jahr brauchen, bis ich es packe, oder hast du dir das sofort zugetraut, den großen Schritt zu machen? Also ich hatte schon Respekt vor dem Schritt, habe aber natürlich auch irgendwo als Sportler so einen gewissen Ehrgeiz. Vom Niveau kann man eigentlich sagen, dass es so ist, dass quasi nicht, wir hatten ja damals auch eine richtig gute Mannschaft, auch in der Regionalliga beim Waldhof, wo wir gegen Meppen dann gescheitert sind, dass halt die 3, 4, 5 Top-Spieler, das halt auf 25 oder 30 Spieler, da ist halt kein Leistungsabfall, das ist halt sehr, sehr von der Leistungsdichte alles nah beieinander und war schon ein Schritt auf jeden Fall. Aber natürlich hat die Verletzung dann nicht so in meine Karten reingespielt, also es war jetzt nicht so optimal. Ja, war ja sehr langwierig auch. Hattest du das Gefühl gehabt, nachdem du dann das ausgeheilt hattest und gespielt hast, war ja ziemlich unregelmäßig eingewechselt worden öfters, dass es also ein Fehler war, weggegangen zu sein? Oder sagst du im Nachhinein, nee, Schritt war wichtig, um mal zu sehen, wo man überhaupt steht? Die Zeit war ja überhaupt gar nicht erfolgreich, kann man sagen. Also nicht jetzt wegen dir, sondern auch Sandhausen selbst hat immer so ein bisschen gegen den Abstieg gekämpft, manchmal eine ganz gute Platzierung, aber so richtig, so eine durchgehend gute Saison ist ja schwierig da. Also ich glaube, vom Ansatz her war das zu dem damaligen Zeitpunkt als 23-Jähriger der komplett richtige Schritt aus sportlicher Sicht. Die Sache ist, um da ein bisschen weiter auszuholen, um das zu erklären, wir waren 3 Jahre dann gemeinsam beim Waldhof von 20 bis 23, also gerade in so der heißesten Phase, wo man als Talent noch richtig gilt, und hatten jeweils immer nur einen Einjahresvertrag und hatte 2 Jahre davor auch immer schon höherklassige Angebote oder Nico war ja zu dem Zeitpunkt verletzt und haben eigentlich immer so beschlossen, okay, wir probieren es noch einmal und dann nochmal nach Lotte, waren auch schon 2 Angebote höherklassig da und dann haben wir gesagt, okay, mit Kenan zusammen, wir machen es nochmal, wir probieren es nochmal, weil so leicht gibt man irgendwo nicht seinen Traum auf, und dann hat es ja tatsächlich nochmal geklappt, auch unter einem anderen Trainer, weil Kenan ist ja dann relativ früh gegangen, ungefähr so 3 Tage, nachdem wir verlängert hatten. Die Saison hatte ja schon begonnen, genau. Ja, ja, ja. Also war super geplant und dann haben wir ja das Dilemma von Meppen haben wir ja jetzt vor einer guten Woche abgehakt. Ne? Das Trauma erledigt. Jawohl. So, und ich hatte eine Woche vor dem Spiel verlängert für die dritte Liga und ich wäre auch zu 1000% geblieben, weil das für mich mehr wert ist als zweite Liga bei Sandhausen. Und ja, deswegen umso bitterer, dass der Elfmeter oder generell, dass wir es nicht geschafft haben. Und dann ist es so passiert, dass ich als 23-Jähriger dann vor dem Zwiespalt stand, okay, ich muss mich auch irgendwo vielleicht ja, aus sportlicher Sicht für die Karriere entscheiden. Und so ist es dann passiert. Dann ging ja Kenan Kocak weg von Sandhausen und Uwe Koschinat kam. Uwe Koschinat war Ende 18 bei uns in einer Veranstaltung und ich habe ihn da so ein bisschen flapsig gefragt, ob er vielleicht den Marcel Segert abgeben könnte. Markus Komp war auch bei uns in der Veranstaltung und er hatte so ein bisschen befürwortet, das zu fragen, und er hat Uwe Koschinat meinte, nee, also ich plane schon mit Marcel Segert, aber glaubst du, das war wirklich so? Hattest du unter Uwe Koschinat eine reelle Chance erkannt für dich, oder sagst du, nee, der wollte halt den Stamm zusammenhalten, aber eigentlich hatte ich keine richtige Chance. Also bist du eigentlich
der Strippenzieher von dem Wechsel, ne? Zu viel der Ehre, wäre zu viel der Ehre, aber das kann man, per Video kann man feststellen, dass es so war. Ja. Ich frage Jochen wegen der Provision. Ne? Also okay. Könnte ich das schwarz bekommen? Ja, ne, ja, ne. Okay, ernsthaft weiter. Machen wir dann später. Machen wir später. Also, Uwe Koschinat, Stichwort, genau. Ja. Uwe Koschinat, menschlich überragender Trainer, also richtig, wirklich gut, kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Hat aber relativ früh in der Kabine vor der Mannschaft gesagt, was er für Werte vom Fußball hat. Und dass Innenverteidiger so 1,92, 1,93 sein sollten und Bälle rausköpfen. Ne? Da wusste ich, okay, es wird schwer. hab dann einfach im Training ja, unfassbar Gas gegeben, hab einfach versucht, mein Bestes zu geben. Und dann hat er auf einmal ja, mich extrem gelobt, auch öffentlich, was mich überrascht hat, weil er sich da selbst irgendwo ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Und dann hat er mich auf verschiedenen Positionen ausprobiert und ich war auf jeden Fall immer im Kader und dann hat er mich auch links hinten mal spielen lassen, was definitiv nicht meine Position ist, aber zumindest mal, sage ich, hat er versucht, einen Weg zu finden, um mich irgendwie in die erste Elf auch mal zu bringen und die Leistungen zu honorieren im Training. Deswegen, für mich war es im Endeffekt das Beste, was ich machen konnte, wieder ins regelmäßige Spielen kommen, weil ich auch ein Spieler bin, der viel zu leidenschaftlich ist, um einfach auf der Bank zu versauern. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich da überhaupt nicht nachtragend bin und Uwe Koschinat menschlich wirklich ein super Trainer ist. Das muss man dann einfach auch mal so ganz klar sagen. Ihr werdet euch ja wieder treffen, wenn es gegen Saarbrücken geht. Ne? Ja, klar. Ja. Okay, aber nicht nur du hattest mit Verletzungen zu kämpfen. Nico, bei dir war es eine Knöchelverletzung. Ist etwas länger als ein halbes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Also bist du in der Fremde auch nicht so richtig glücklich geworden. Zu welcher Zeit war das, diese Knöchelverletzung? Bei Frankfurt, ne? Ja gut, ich hatte ja mehrere Sachen. Also ich war 1,5 Jahre beim Waldhof, glaube ich, direkt nach der Vorbereitung raus mit Schambeinentzündung. Dann, als ich dann zur FSV Frankfurt bin, war ich dann auch, glaube ich, mal 2 Monate raus vor der Rückrunde. Und dann, als ich in Dreieich Regionalliga war, war dann auch, da war das ein Knochenödem. Und das hat sich immer auch 4-5 Monate gezogen. Da konnte ich dann auch nur 10 Spiele machen, genau. Ja, also, war auch wenig erbaulich. Ne? Ihr hattet eure Verletzungen zu unterschiedlichen Zeiten. War das besonders praktisch, dass der eine den anderen etwas aufmuntern konnte? Wie war das so? Also bei Nico kann ich auf jeden Fall sagen, dass er durch seine längere Verletzungszeiten in seinem Studium ja extrem vorangekommen ist. Ne? Das war auf jeden Fall für ihn sehr, sehr optimal. Aber grundsätzlich waren wir schon immer so füreinander da, wenn es dem anderen mal schlechter gegangen ist, dass man den dann aufgebaut hat, weil im Fußball, genau wie in jedem anderen Beruf oder privat, gibt es immer mal schlechtere Zeiten und da muss man halt natürlich zusammenstehen. Ne? Ja, bei Zwillingen ist es natürlich dann sowieso selbstverständlich. Ne? Es ging dann für dich doch noch eine Station weiter nach Dreieich, nach Freiberg, Oberliga war das dann und irgendwann war dann aber ganz Schluss. Warum? War das auch wieder eine Verletzung oder hat sich alles summiert dann? Nee, das war eigentlich, nach Dreieich war ich dann wieder gesund, habe mich dann beim Waldhof, beim Bernhard Rares fit halten dürfen, war auch super, war richtig in Schuss und habe dann einen Verein gesucht. Und der Schritt in die Oberliga war dann eigentlich so, dass es ein Verein war, der ambitioniert war und aufsteigen wollte. Ich habe dann auch 2 Jahre unterschrieben, mit dem Ziel dann auch wieder in die Regionalliga zu kommen. Habe auch jedes Spiel durchgespielt, war immer fit, war echt eine schöne Zeit. Und dann kam Corona und alles unter Dritte Liga, Regionalliga hat er dann teilweise noch weitergespielt. War ja dann Schluss und deswegen habe ich dann kein Spiel mehr machen können, weil dann Corona-Pause war. Also nach einigen Jahren der Wanderschaft auf beiden Seiten, 1,5 bei dir etwas mehr, ging es dann wieder zurück zum SV Waldhof. Darüber sprechen wir dann nach der Pause. Wir machen jetzt eine kurze Pause von 10 Minuten etwa. Und dann sprechen wir dann über eure Rückkehr und über die Gegenwart. Vielen Dank vorerst einmal. Bis nach der Pause.
So, liebe Freunde von Besserwissen, wir kommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Unsere Gäste haben wir schon vorgestellt, Marcel und Nico Segert. Nach einigen Jahren in der Fremde ging es dann zunächst mal für Marcel wieder zurück, 2019, zu Beginn des Jahres 2019, gerade noch rechtzeitig, um mit dem Waldhof aufzusteigen. Was wäre gewesen, ich habe das schon mal gefragt, aber ich höre es eben so gern, was wäre gewesen, du hättest nicht gewechselt, du wärst in Sandhausen geblieben, sitzt dort auf der Reservebank und der Waldhof steigt auf. Was wäre es für dich gewesen? Horrorvorstellung vermutlich. Ja, habe ich dir ja damals schon gesagt. Das ist, wie gesagt, das war immer so ein Traum. Nico und ich hatten den, weil wir den Waldhof halt wirklich im Profisport, damals zweite Liga, lieben gelernt haben. Und deswegen war das einfach immer so ein Traum. Gerade Regionalliga-Zeiten, dann hattest du Lotte, dann hattest du Meppen. Und dachtest so, ey, das kann es doch nicht sein. Und dann hat es mit mir dann im vierten Anlauf geklappt, genau. Das wurde dann auch ja entsprechend gefeiert. Nico, du hast es zumindest am Rande auch miterlebt. Was überwog damals? So die Freude für den Bruder, dass er es jetzt endlich geschafft hat, oder die eigene Enttäuschung, dass man selbst nicht dabei war? Ganz ehrlich, also ich habe an dem Spieltag in Saarbrücken gespielt mit Dreieich. Ich bin einfach nur Vollgas auf die Autobahn und bin bei denen in den Whirlpool gesprungen in der Kabine. Also von daher, ich war happy, dass der Waldhof hoch ist. Also mitgefeiert hast du schon? Ich war dabei. Der war offiziell dabei bei uns, ja. Toll. Ja. Echte Zwillinge eben. So, und in diesem Jahr war es dann soweit, dann kamst du auch wieder zurück zum SV Waldhof. Zunächst als Mitarbeiter für das Leistungszentrum, heißt ja, wie kam es dazu, dass du in dieser Position zurückgekommen bist? Ja, die Corona-Pause war dann für mich schon ärgerlich und ich wollte dann auch irgendwo kicken und über den Marcel, und der hat ja ein paar Mal mit Horst Seiferle gesprochen, kam dann so loser Kontakt, ja, kannst du dir vielleicht nicht was vorstellen, auch mit der Jugend, und dann habe ich mir das auf jeden Fall auch angehört, und dann ist da auch jetzt eine neue Scouting-Abteilung aufgebaut worden, wo ich jetzt auch Teil davon bin. Und dann habe ich gesagt, ey, das passt doch, wenn man da irgendwie das so verknüpft, dass ich selbst noch kicken kann. Ich kann der U23 helfen. Ich habe jetzt meine B-Lizenz gemacht, kann beim Oscar Corrociano, der ja Fußballlehrer ist, auch was lernen, bin Teil des Trainerteams und kann in der Jugend was beitragen und helfen. Und deswegen hat es für mich, oder war das ein sehr, sehr lukratives Angebot, oder sehr, ja, klang einfach perfekt, und deswegen habe ich das auch gemacht. Für welche Teams bist du zuständig im Scouting? Ich bin jetzt für den Aufbaubereich, das heißt U12 bis U14 bin ich unterwegs. Wenn ich jetzt nicht selbst spiele, wir spielen meistens sonntags, samstags 10 Uhr Training, dann bin ich mittags unterwegs und gucke mir ein paar Spiele an. Teils suche ich mir die selbst aus, teils gibt der Timo her, der die Administration übernimmt, sucht ein paar Spieler aus, und dann bin ich so im Raum Mannheim, Heidelberg, 30, 40 Kilometer ist so das Maximale, gucke ich mich um und schaue nach Talenten. Aber nebenher, ich sage es jetzt einfach mal so, hast du auch studiert, du warst bei der IST, also Hochschule für Management, und hast da deinen Bachelor gemacht. Wofür kannst du den dann brauchen? Genau, der Marcel und ich haben damals dann angefangen, auf Raten unserer Eltern. Was Vernünftiges zu lernen. Wir haben unser Abi gemacht und dann durften wir ein Jahr nur Fußball spielen. Das war in Mainz in der U19, dann zur U23 hin haben wir dann angefangen mit dem Studium. Und es war dann ein Teilzeitstudium, also man kann sich die Zeit selbst einteilen als Fernstudium. Man kriegt dann Bücher zugeschickt, kann das auf dem Laptop sich Online-Vorlesungen anschauen und kann sich dann selbst für Klausuren eintragen. Also man hat jetzt nicht so einen Lehrplan wie in einer normalen Uni, sondern kann sich das ein bisschen frei einteilen, was für Leistungssportler ganz optimal ist. Also da waren auch sehr viele, auch Henning Fritz aus dem Handball oder andere Fußballspieler. Und ja, wir haben das gemacht, weil wir uns einfach
für den Fußball oder allgemein für den Sport interessieren und auch nach dem Fußball uns die Zukunft im Sport, im Management oder als Trainer vorstellen können. Deswegen wollten wir uns da einfach ein zweites Standbein schaffen. Aber der Plan ist schon, im Fußball zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen bin ich ja jetzt auch beim Waldhof, habe mein Studium abgeschlossen, kann da jetzt die ersten Praxiserfahrungen als Funktionär machen, habe jetzt die Trainerlizenz erworben, die erste, und mache jetzt noch eine Fortbildung als Videoanalyst und Scouting und kann da so Theorie und Praxis verknüpfen und dann mal schauen, wie die nächsten Schritte sind. Marcel, die Weichen deines Bruders für die nachaktive Zeit sind gestellt. Du solltest dich natürlich jetzt auf den Waldhof konzentrieren, aber gab es schon Überlegungen für die Zeit danach, für deine aktive Zeit? Also hoffentlich spielst du noch 10 Jahre, aber gab es trotzdem den einen oder anderen Gedanken, was mache ich, wenn ich heute mal die Schuhe ausziehe? Also 10 Jahre, dann bin ich 37, dann wird der ein oder andere hier wahrscheinlich rufen, hey, hol den Segert vom Feld. Marc Schnatterreis ist jetzt 35. Ja, gut, vielleicht als Innenverteidiger 1-2 Jahre länger, ne? Nee, primär muss ich sagen, konzentriere ich mich jetzt auf das Hier und Jetzt und auf die momentane Situation. Da haben wir einiges vor. Wir haben ja ein wirklich interessantes Projekt und ich meine, vor einigen Wochen kam das ja auch, dass wir da schon auch Ambitionen haben, was dem Waldhof auch gerecht wird. Das ist so. Und da muss man dann auch 100% dafür brennen und geben. Deswegen ist das jetzt auch so, dass die komplette Konzentration auf den Fußball liegt und wenn das dann passt, wird nebenher eine Klausur geschrieben, aber Prio Nummer 1 ist natürlich der Waldhof und die Ziele. Hoffentlich erfolgreich dann auch. Anfang August gab es dann ein denkwürdiges Spiel in Elstal im BV-Pokal. Denkwürdig nicht wegen dem zweistelligen Ergebnis, sondern ihr standet wieder einmal gemeinsam auf dem Platz. Wurde das so bewusst wahrgenommen? Mensch, jetzt sind wir wieder mal zusammen in einer Mannschaft, oder ist das so völlig normal hingenommen worden? Nee, war schon was Besonderes. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, als der Marcel eingewechselt wurde, dass es noch in die andere Richtung kippt. Was haben wir für einen Spielstand da? 7-0. Ja. Könnte eng werden. Nee, war super. Und unser Vater hat auch danach ein Foto gemacht, war auch ein sehr schöner Moment und hat auch wirklich Spaß gemacht. Und wurde auch bei den Jungs gut aufgenommen. Ich verstehe mich auch mit allen. Genau, und war schon cool. Also Marcel hat hinter mir dann gespielt. Ich habe auf der 6 gespielt. Und ich glaube, jedes Kopfballduell gewonnen. Und hat er ganz gut gemacht, dann auch nach seiner Verletzung. Man muss da eine Anekdote noch erwähnen. Nico, ja, bitte. Die Zeit haben wir auf jeden Fall, ja. Ich glaube, in der Halbzeit stand es 5-0 oder so, ne? Oder? Nee, 3-0. 3-0, 3-0. Und dann war irgendwie bei 8-0 gibt es Pizza, richtig? Bei 8-0 hat der Trainer gesagt, okay, wird es Pizza geben am nächsten Tag. Dann haben wir es 8-0 geschossen. Und dann kam von draußen der Ruf, bei 10-0 gibt es Tiramisu morgen auch noch. Und dann hat der Nico für uns, ne, in der 90. Das Tiramisu-Tor geschossen. Haben wir uns dann am nächsten Tag gut schmecken lassen, ne? Ja, also nachdem er in dem Pokalspiel nichts versaut hat, kam dann der DFB-Pokal. War ebenfalls ein denkwürdiges Spiel, Eintracht Frankfurt. Torschütze Marcel zum 1-0, ein super Kopfballtor, artistisch kann man sagen. Du hast wahrscheinlich gar nicht richtig gesehen, sondern erst später in der Übertragung. Aber ist so ein Tor was, wo man sagt, das wäre jetzt was für die Visitenkarte, später mal, wenn ich mal nicht mehr spiele. Oder war der Erfolg über eine Bundesliga-Mannschaft so viel größer, dass es jetzt keine Rolle gespielt hat, dass du der Torschütze warst? Also im Nachhinein oder direkt nach dem Spiel freut man sich eigentlich nur, dass man ja was Großartiges geschaffen hat und das einfach mit der Mannschaft und vor allem auch mit den Fans teilen kann, weil das einfach, ja, das war so eine überragende Stimmung im Stadion und dafür spielt man Fußball, dafür ist man als kleiner Junge dann ins Training gegangen, um sowas erreichen zu können irgendwann. Und natürlich ist es dann irgendwo auch richtig schön, wenn man so ein Tor schießen kann. Und persönlichen Erfolg dann. Dass man so ein wichtiges Tor schießen kann, gerade noch vor der Ostkurve, vor den Fans, weil da geht einem wirklich das Herz auf. Also ich
da hat man so Adrenalinschübe, das kann man gar nicht beschreiben. Und deswegen einfach wunderschöner Tag und jetzt haben wir Union Berlin bekommen und dann mal schauen, was da geht. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr starker Gegner, die darf man bei bestem Willen nicht unterschätzen. Ne? Also eher andersrum, die sollten uns nicht unterschätzen, aber... Das war schon richtig rum so. Ja, absolut, absolut. Das wird auf jeden Fall ein weiteres Fußballfest. War ja nicht dein Wunschgegner, du hattest so einen Traditionsverein, ich glaube Nürnberg oder so, oder HSV war es. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Union auch ein Traditionsverein ist, ne? Ja. Aber halt nicht mit aber dem ganz. Ich hatte HSV Namen. Oder Schalke oder sowas ja, genau. Primär gewünscht. Da kommt er in der nächsten Runde, ne? Ja. Dein Wort in Gottes Ohren war also, ne? Okay. So, wir hatten ja versprochen, dass uns Fragen eingereicht werden können. Das ist tatsächlich auch geschehen. Marcel, eine Frage an dich. Gab es vor der Saison ein Angebot, ein lukratives Angebot von Saarbrücken an dich, wo du überlegt hast, ich wäre ja wieder bei Uwe Kuschinat. Vor dieser Saison? Ja, genau. Die Frage würde ich jetzt an... Nein. An den großen Bruder weitergeben. Du bist mein Berater, ne? Ja, genau, ja. Also ich, dann rate ich dir, beantworte sie so kurz wie möglich. Also da kann ich sagen, definitiv nein. Definitiv nein. Jetzt hoffe ich, dass einige Leute beruhigt sind, richtig beruhigt, ja. Wer war außer deinem Bruder bisher dein unangenehmster Gegenspieler? Muss ich eigentlich schon fast Ante Rebic nennen. Ne? Also was der dann am Ende noch beim 5:2 gemacht hat, das war schon phänomenal. Wir sind wirklich an unser absolutes Limit gegangen, ne? Haben dann in der 75. nochmal durch den Sonntagsschuss das 3:2 geschossen. Und dann muss man echt sagen, hat der nochmal seine individuelle Klasse gezeigt und da hat man dann echt keine Chance, muss man so fair sagen. Also gut, das, aber Bruder wäre schon in der Aufstellung bei den Top 3 gewesen. Der folgt dann direkt da. Wer war dein unangenehmster Gegenspieler, Nico? Marcel, klar. Nee, den Marcel habe ich schon kurft ganz locker im Training, das war nichts. Gute Frage. Wer war denn das? Oder warst du eher unangenehm für die Gegner? Ja, das sowieso. Ja. Das fällt mir jetzt gar nicht so ein. Also du hattest mit keinem Probleme, ne? Nee, doch schon, aber es fällt mir jetzt nicht so der eine ein, wo wirklich extrem war. Wir haben mit FSV Frankfurt die Saisoneröffnung auch in der Commerzbank Arena gegen Eintracht gespielt. Und da habe ich auch gegen Hasebe gespielt. Der war schon unangenehm, würde ich jetzt sagen. Ansonsten im Trainingslager mit Freiberg haben wir gegen Slovan Bratislava gespielt, Rekordmeister von Slowenien. Und die spielen auch Euroleague und die haben davor auch, glaube ich, Wolverhampton weggeputzt. Und da habe ich gegen den Kapitän gespielt, Nummer 10 von nigerianischer Nationalspieler. Das war dann schon so ein Kraftpaket, das war auch ein bisschen eklig. Aber haben wir auch gewonnen, also von daher. Also zumindest die Erinnerung war nicht unangenehm. Ja. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Der SV Waldorf ist ja ein Traditionsverein, besteht nicht nur aus mehreren Abteilungen, sondern auch aus Gruppierungen, die Tradition pflegen, CEG, Club der 100 und so weiter. Ist einem das so als Profifußballer bewusst, dass auch eine Tradition dahinter steht? Ihr seid jetzt Angestellte, oder du zumindest, der GmbH, du gehörst mittlerweile zum e.V., bekommt man das so mit? Da ist noch viel mehr hinten dran oder ist, während man Profi ist, die Konzentration rein auf das eigene Spiel? Ich bekomme das schon mit, ist aber auch oder resultiert daraus, dass ich es halt aus der Jugendzeit noch kenne. Gerade wenn man dann in der Halle trainiert hat und dann die Handballer sieht vom Waldhof oder auch die Tennisabteilung. Da hatte ich jetzt auch mal in dem Sommer nachgefragt, ob er vielleicht mal irgendwie das hinbekommen, dass wir da ein paar Tennisstunden nehmen können und mal eine andere sportliche Betätigung haben. Von daher schaut man da schon. Meine Ex-Freundin war damals auch in der Handballerjugend vom Waldhof. Deswegen weiß ich das schon absolut 100%. Für die anderen Spieler kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich persönlich weiß schon, dass da noch was dahinter steckt, auf jeden Fall. Die letzte Frage,
die allerdings nicht aus dem Publikum kam, geht an dich, Marcel. Im Jahr 2007, da war der Waldhof 100 Jahre alt, gab es eine Umfrage von diversen Publikationen, wer so in die Jahrhundertelf des SV Waldhof, also von 1907 bis 2007, gewählt werden sollte. Da wurden dann Leute gewählt, wie natürlich Otto Siffling, Günter Sebert, Kalle Bührer, wer war Roland Dickgieser, Jürgen Kohler. Wenn jetzt im zweiten Jahrhundert eine Jahrhundertelf gewählt würde, wie viel würde es dir bedeuten, dass dein Name da drin auftaucht? Also ich glaube, das wäre eine Riesenehre, gerade die Namen, die du aufgezählt hast, ja, die stehen einfach auch so für die tolle Ausbildung damals beim Waldhof und dann auch für die glorreiche Zeit in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga. Unser Berater war ja, oder mit dem haben wir auch noch einen sehr, 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 sehr guten Kontakt, Karl-Heinz Förster, der ist ja auch ein Begriff hier. Von daher, Jürgen Kohler, muss ich tatsächlich zugeben, schaue ich das ein oder andere Mal mir auch Videos auf YouTube an, weil ich wirklich diese alte Verteidigerschule noch, weil mir das sehr imponiert. Deswegen natürlich wäre das auf jeden Fall eine große Sache, aber ich bin da sehr, sehr bescheiden, weil ich weiß, wir spielen aktuell dritte Liga. Mittelfristig finde ich, sollte der Waldhof auf jeden Fall zweite Liga spielen und dann kann man da vielleicht irgendwann mal drüber reden, aber Stand jetzt würde ich sagen, bin ich noch meilenweit davon entfernt, mich mit solchen Persönlichkeiten und mit solchen Sportlern zu vergleichen. Von daher ein großer Antrieb, ein großer Ansporn mit dem Waldhof, das in die zweite Bundesliga zu schaffen. Alles andere sollen dann andere beurteilen, aber für mich wäre das einfach ein großer Traum. Gutes Schlusswort. So, vielen Dank. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich zwei ganz kleine Präsente für euch. Es ist Schokolade, aber eine ganz besondere. Da steht drauf, einmal Waldhof, immer Waldhof. Ich glaube, ihr wisst auch, von wem das ist. Ja, aber der Marcel darf keine Schokolade essen. dann kriegst du beide. Ralf, Dankeschön. Von Ralf Hempel, der die Motive da gezeichnet hat. Okay, vielen Dank, Marcel, vielen Dank, Nico. Vielen Dank, liebe Freunde von Besser Wissen, das war's für heute. Wir hoffen, wir haben viel Interessantes erfahren. Also ich auf jeden Fall. Ich hoffe, für Sie, für euch war es genauso. Und wir werden in etwa 4 Wochen, das Thema steht noch nicht fest, die nächste Veranstaltung haben. Aber die wird vielleicht nicht ganz so interessant, aber eigentlich doch. Bleiben Sie neugierig für heute. Guten Nachhauseweg, bleiben Sie alles gesund. Und nochmal vielen Dank, Marcel und Nico Segert.